26 Jahre alt, 1,83 Meter groß, 70 Kilo schwer, sein Beruf Beachvolleyball-Profi. Die Rede ist von Florian Schnetzer. 2002 wurde in Unterach am Attersee ein neuer Beachvolleyballplatz eröffnet. Von diesem Tag an war für den damals 12-jährigen Florian klar, ich will Beachvolleyballer werden. Da hat der Clemens Doppler damals mit dem Didi Maderböck gegen die Schroffmecker-Brüder, wo ich ein riesen Fan von den beiden war, ein Showmatch gespielt. Da ist dann praktisch der Beachvolleyballplatz in Unterach eröffnet worden. Und ja, seitdem hat mich die Sportart ein bisschen gefesselt und begeistert. Seit 14 Jahren spielt Flo Schnetzer nun Beachvolleyball. Im vergangenen Winter stand der nun 26-Jährige aber plötzlich ohne Partner da. Und somit wurden in Klagenfurt die Zelte abgebrochen. Ja, also ich wollte ja früher immer alles erzwingen und alles unbedingt machen. Und das war echt das erste Mal so, dass ich die Entscheidung einfach nur für mich getroffen habe und gesagt habe, ich gehe jetzt heim und gehe meinen Weg. Und dann ist es echt von selber gekommen. Dann hat mich der Peter angerufen und hat mich mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mit ihm die Saison zu spielen, weil er nicht so ganz zufrieden war in der Situation mit seinem damaligen Partner. Und war natürlich für mich eine richtig coole Chance. Ich kenne den Peter schon Ewigkeiten. Wir haben in Linz schon gemeinsam gewohnt und haben ja auch schon zwei Turniere mal gemeinsam gespielt gehabt. Vor 5 Jahren. Nur Spaß, aber weil da unsere Partner nicht kennen haben. Und haben da beide Turniere gewonnen schon. Und da haben wir schon irgendwie gewusst, dass einfach das, dass wir am Feld extrem gut miteinander harmonieren. Und, ja, ich glaube, das haben wir jetzt in den ersten Turnieren auch wieder gezeigt, dass das ganz gut passt. Der hat so viel erreicht aufgrund von dem, dass er mehr arbeitet als andere Leute, weil er sonst das nie kompensieren hätte können, dass er eben ein bisschen kleiner ist. Und das sagt er eigentlich, wenn man das erste Mal spielen sieht, sieht man gleich, was ihn auszeichnet. Das ist einfach die extreme Arbeit und die Schnelligkeit und ja, perfekter Verteidigungsspieler. In seiner alten Heimat Unterach wurde Florian Schnetzer mit offenen Armen empfangen. Und irgendwie hat man das Gefühl, es war mehr als wie nur ein Heimkommen. Ich war halt schon die letzten 8 Jahre jetzt immer extrem viel unterwegs und nicht oft da. Aber wenn ich da war, wenn ich zum Supermarkt reingehe, beim Sparmarkt-Ticket, also jeder grüßt mich, jeder kennt mich und irgendwie jeder fragt, na, wie war das Turnier und so. Und das ist halt in so einem kleinen Ort einfach so nett und da fühle ich mich so wohl und das ist ganz was Besonderes und gibt mir voll viel Kraft für die Turniere und da fühle ich mich einfach richtig daheim und wohl. In Unterach wurde von den Verantwortlichen extra ein neuer Beachvolleyball-Sand gekauft. Das Team Schnetzer-Egelseer findet somit optimale Trainingsbedingungen vor. Und auch Coach Graham Bell war vom neuen Projekt schnell überzeugt. Florian Schnetzer hat nichts dem Zufall überlassen. Als er mit diesem Projekt zu mir gekommen ist, war ich sehr beeindruckt, wie akribisch er geplant hat. Für ihn steht immer der Erfolg seines Teams im Vordergrund. Alles, was ich tun muss, ist es, die letzten 10% aus den Spielern herauszuholen, die den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Als größten Erfolg bezeichnet Flo Schnetzer den 9. Platz mit Michi Murauer auf der World Tour in Südafrika. Nach den vielen anstrengenden Reisen tankt der sympathische Beachvolleyballer neue Kraft, vor allem im Kreise der Familie. Die Familie ist so wichtig für mich. Sie haben mich von Beginn an immer unterstützt. Ich weiß nicht genau, wie ich in Amstetten gespielt habe, ist der Papa zu jedem Spiel hingefahren, da fahrt er 1,5 Stunden hin. Die haben mir immer so viel Rückhalt gegeben. Wenn du weißt, du hast wen, der was immer für dich da ist, auf den du dich verlassen kannst, dann gibt dir das einfach auch viel Kraft. Das Beachteam Schnetzer-Egelseer hat noch kein großes Ziel definiert. Wenn alles gut läuft, dann dürfen die beiden bei der Major Series am Center Court in Klagenfurt aufschlagen. Ein Highlight wird aber auch mit Sicherheit die Beachvolleyball-Staatsmeisterschaft vom 26. bis 28. August in Lietzelberg. Dann wird mit Sicherheit nicht nur die Familie von Florian Schnetzer die Daumen drücken.